ersten Doppling-Satz. Ich hoffe, bleibt es auch noch ein bisschen da, denn das ist ja noch gar nichts. Der Wirbel wird dann ganz dramatisch, wenn dann nämlich alle Hauptspieler, die an diesem Festival beteiligt waren, dann auf die Bühne kommen. Ist ein bisschen spielender dann, ein bisschen was anderes, da spielen wir Ballade, heißt Mojo Working, falls ihr kennt. Aber ein bisschen später. Jetzt spielen wir was anderes von Mario, nämlich I Can't Be Satisfied. Jo. Dominik Lito auf dem Bass hast du es, danke. Oh,
Klassiker vom Tampa Raid oder irgendwem, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es Blues Before Sunrise. Bye.
Alright, das nächste ist jetzt ein wirklich ein Slow Blues, da machen wir ein bisschen auf Albert King, ne? Ah, Collins heißt er, entschuldigen Sie. Ja, ist der andere. Der King war der Blade und der Collins der dünnere. One, two. Was? Ja. Weili, du fangst dann an, gell? Es ist ja so, wir hätten ja eigentlich jetzt monatelang das Paul-Lamb-Zeug wieder geprobt. Das heißt, bei uns schaut der Prob so aus, wir treffen uns beim Dominik im Keller und kommen drauf, Schicksal aus, dann gehen wir zum nächsten Wirten und besprechen die Lieder. Aber wie gesagt, der ist ja nicht da, leider der Paul hat leider ein paar kleine Probleme gehabt dieser Tage und so müssen wir uns ein bisschen da durchimprovisieren. Ich hoffe, es taugt euch trotzdem. Ja. Das hört sich Wahnsinn und wunderbar. Meine Damen und Herren, das nächste ist eben Jörg Komposition. Ist Blues, was Baby hätte wollt oder so ähnlich. Thank you.
Applaus für den Moro. Oh yeah, das nächste Lied kennt jeder, der ein bisschen Blues hört. Ich hoffe, ihr kennt es auch, wenn wir spielen. Weil da muss da und Gitarre umtaugt tun, weil der hat immer die alle anders gestimmt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Auf jeden Fall, die nächste Nummer heißt, ihr wird das gleich so. Yeah.
of Dr. Sam. And I was born for good luck, and that you will see. Song und der heißt, ich hier schon gar nicht mehr gut. If I got my hands on you, if I got the hands on my hands on you, yeah.
your turn tonight, alright? Just want to say thanks for having me here. And obviously I'm standing in for Paul now. He's a friend of mine, so I want to dedicate this one to Paul. It goes out to him.
yeah. Thank you very much, thank you. Danke vielmals, danke vielmals. Ich würde mich echt glauben, wir haben nur echt herzlich bedanken an Reinhard König, an Andreas Lutz, dass wir das noch machen und können. Das ist wunderschön. Und wir werden zwei nochmal spielen und dann werden wir die Gäste auf die Bühne bitten. Und dann schauen wir, was passiert. Ich bin halt ein bisschen besonders nervös, auch schon die letzten zwei Tage. Steht mein Telefon da liegen, was eine Todsünde ist normalerweise, aber wenn ich einen Anruf kriege, muss ich sofort weg, weil meine liebe Freundin kriegt jede Sekunde das Baby von uns, von mir. So schaut's aus. A little boomer is coming to town. Oh yeah, the next song is Elmer James, I Can't Hold Up. I just talked to my baby on the telephone. She says, what you doing, Anna? Thank you.
Den Kontrabass haben wir jetzt wieder schon ins Auto gepackt. Meine Damen und Herren, der unvergleichliche, noch immer unvergleichliche Dominik Gaito! Yeah. Am Schlagwerk, meine Damen und Herren, mein jüngerer Bruder und bald werde ich Onkel. Ich weiß gar nicht, was man Onkel tun muss. Ich glaube, da muss man die Kinder rauben lernen oder irgend sowas. Aber ich kaufe mir noch Onkelburg, macht sich keine Sorgen. Meine Damen und Herren, Jörg Brumba. Meine Wenigkeit, bei dem Freitz ist nichts mehr so. Meine Wenigkeit ist Timo Blindfinger Brumba, die Roosevelt Russell House Rocker Song. Danke sehr, dass du da warst. Wunderbarer Abend, geht zu Ihnen, ein wunderbares Festival. Nächstes Jahr, 10.11. März, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt das Hartfestival Nummer 2, meine Damen und Herren. Genau an dieser selben Stelle mit den Superleuten Andreas Nutz und allen anderen, die da dazugehören. Und nun, meine Damen und Herren, an der Mundharmonika haben wir einfliegen lassen. Heute in Hörsching angekommen, morgen fliegt er schon wieder an. Meine Damen und Herren, Will White!